Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Selection. In dem möchte ich euch den Pioneer XDJ1000 vorstellen. Man könnte salopp sagen, das ist ein CD-Player ohne CD. Dafür funktioniert er mit einem USB-Stick über Netzwerk oder auch als Controller. Und der Hintergrund ist, dass ja Plattenkisten im Jahr 2015 so aussehen, also kleine USB-Sticks. Wie Pioneer das Ganze realisiert hat, möchte ich euch im Folgenden zeigen. Äußerlich hat der XDJ1000, wie man sieht, ziemlich viel gemein mit bisherigen Pioneer-CD-Playern. Unterschied ist natürlich zum einen der fehlende CD-Slot und natürlich das 7-Zoll-Display, was sowohl Informationen liefert, als was ist touchfähig, auch für die Bedienung von einigen Funktionen da ist. Wir arbeiten uns mal kurz durch. Es gibt hier zu Rechten ein 100 mm Pitchfader, kennt man. Es gibt hier die Möglichkeit, Master-Tempo einzustellen. Kommen wir noch drauf. Das Tempo kann geändert werden zwischen plus, minus 8, 10, 16 und 100%. Man kann hier umstellen Vinyl oder CDJ-Modus, also wie das Jogwheel reagieren soll. Man hat hier Einstellmöglichkeiten für das Jogwheel, allerdings nur eine kombinierte. Also der CDJ 2000 Nexus zum Beispiel bietet da ein bisschen mehr Möglichkeiten. Es gibt ein 203 mm Jogwheel mit dem Display in der Mitte, kennt man bereits. Und natürlich hier die entsprechenden Transport-Buttons, ein bisschen ein paar Loop-Buttons und hier noch die Möglichkeit rückwärts zu spielen. Das war es schon an haptischen Elementen, die hier vorhanden sind. Und da habe ich natürlich jetzt oben das Display ausgespart, weil da schauen wir jetzt mal konkret drauf. Seine Daten oder seine Musik bezieht der XDJ1000 über verschiedene Quellen, zum Beispiel als erstes über einen USB-Stick, ist also eine Art Media-Player in dem Fall. Leuchtet blau, wie ihr hier seht, das ist eine individuelle Farbe, die ich einstellen kann, und zwar in der zugehörigen Software Recordbox, auf die ich später nochmal zurückkomme und die man unbedingt nutzen sollte, um hier das Optimum herauszuholen. Ich kann auch individuelle Einstellungen für den XDJ1000 hinterlegen und dann laden. Also wenn ich mich jetzt irgendwo im Club an einem befinde, hier also hier auf Browse, dann sagt er erstmal zu mir, stell deine individuellen Daten ein, habe ich jetzt hiermit gemacht. Und dann wähle ich jetzt mal einen Song. Der wird dann geladen, wie ihr seht. Meine individuelle Einstellung bedeutet, dass es auch gleich losläuft. Mal kurz hier eine Übersicht über das Display. Es gibt im unteren Bereich eine Waveform-Darstellung des gesamten Songs. Da kann ich auch drin rumspringen, ganz wie man das von den Needle-Search-Funktionen an mancher Hardware kennt. Darüber habe ich halt die Informationen zum Track, zum Beispiel wie lang der noch läuft oder wie schnell er ist, also hier den Tempo-Bereich oder halt auch die Pitch-Zahl. Ich habe Informationen über den eigentlichen Song und natürlich auch hier eine größere Waveform-Darstellung, die ist auch zoombar, kennt man auch von diverser Software. Und dann kann ich hier oben auch mir so Tracklisten anlegen, kann mir Infos zu dem entsprechenden Song anzeigen lassen. Wenn ich hier nicht so voll, würde auch hier sogar ein Cover zu sehen sein. Ich habe hier Menüeinstellungen, es ist wirklich sehr, sehr umfangreich, was man da machen kann. Möchte ich hier im Detail gar nicht drauf eingehen. Über der Waveform sehen wir hier noch, was so durchläuft. Eine Synchronitätsanzeige bedeutet, wenn ich mehrere Player vernetze, was man durchaus machen kann, würde ich hier sehen, ob diese synchron laufen. Natürlich kann ich auch Sync nutzen. Die Teufelsfunktion Sync ist vorhanden. Bei vernetzten Playern dann natürlich. Und natürlich ist das Display nicht nur als Anzeige gedacht, es ist ja touch-sensitiv. Ich kann also auch hier einen Loop zum Beispiel ansteuern. Und im Perform-Mode kann ich dann diesen Loop mit den neuen Funktionen Loop-Jump oder Loop-Move verschieben, nach vorne und nach hinten. Zwei oder vier Beats. Oder ein. Ich kann verkürzen. Und natürlich auch verlängern und kann meine Cue-Punkte. Weiterhin gibt es natürlich hier so diese Funktionen, die man auch von der Software kennt, Slip oder Quantize, dass halt wirklich alles tough und wirklich so läuft, dass man keine großen Sprünge merkt im Song dann. Das war es erstmal zum Display. Bevor wir uns um die Software kümmern, werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Rückseite des Geräts. Ja, an der Rückseite wird auch deutlich, dass der XDJ1000 weit mehr ist als nur ein schnöder MP3 Media Player, der von USB-Stick abspielen kann. Wir haben also einmal hier Audio-Out als Cinch, daneben eine 3,5er Klinkebuchse, da kann man ein Federstartkabel anschließen. Wenn der Mixer die Funktion unterstützt, kann man dann damit den XDJ auch über Federstart starten. Gibt hier natürlich Stromzufuhr, einen Ausschalter und einen Kensington-Lock-Slot, um das Ganze gegen Diebstahl zu sichern. Spannend sind diese zwei Sachen hier, kennt man normalerweise vom Computer. Gibt halt einmal eine USB-Buchse Typ B und einen Netzwerkstecker bzw. eine Netzwerksbuchse. USB dient dazu, einen Rechner anzuschließen und über den dann oder auf dem dann eine Software laufen zu lassen, wo dann der XDJ1000 als Controller fungiert. Mit Serato funktioniert das Plug and Play, das zeige ich euch später nochmal. Das Netzwerkkabel ist eigentlich so Pioneers Zukunftsgedanke.
Der XDJ-1000 lässt sich also vernetzen, nicht nur mit ähnlichen Geräten, also mit dem anderen XDJ-1000 oder mit irgendwelchen Nexus-Mixern, sondern auch über einen Router mit zum Beispiel zwei weiteren Rechnern mit wesentlich mehr kompatiblen Geräten oder auch dann über das WLAN des Routers mit einem iPhone. Pioneers Idee ist also, dass man Musik kabellos oder auch über Kabel, aber von einer zentralen Stelle zuspielen kann. Könnte vielleicht für manchen Club interessant sein, der da Sound Libraries anlegt, auf die dann verschiedene DJs zugreifen können. Früher gab es das ja auch schon in irgendwelchen Diskotheken, da stand halt die Plattensammlung und alle haben sich daraus bedient. Vielleicht denkt sich Pioneer, soll das da wieder hingehen. Und natürlich sollen auch Abspielinformationen, die über dieses Gerät gesammelt werden, zentral verwaltet werden. Also man kann seine Playlisten natürlich checken, seine History. Und über das Netzwerk Kuvo, was Pioneer ja featured, soll das Ganze dann ausgewertet werden. Kuvo ist also so ein Netzwerk, wo sich Clubs, Clubgänger und DJs miteinander austauschen sollen. Wie erwähnt, ist ein ganz essentieller Bestandteil Rekordbox. Das ist ein Programm, was ursprünglich auf Mixvibes Cross fußt und man verwaltet darin seine Musiksammlung, aber nicht nur das. Man kann also auch Einstellungen treffen, die dann auf den XDJ übertragen werden. Ich habe hier mal eine Testsammlung angelegt mit 8 Songs. Die sieht man dann also hier in so einer Browser-Darstellung, ganz wie man das aus anderen Programmen kennt. Man kann hier die bewerten, man kann bearbeiten, man kann dann natürlich hier oben das Ganze reinladen. Und jetzt hat man die ähnliche Darstellung wie auf dem Display des XDJ-1000. Und jetzt könnte man hier halt Cue-Punkte zum Beispiel setzen und Loops vorbereiten. Und das Ganze würde sich dann exportieren lassen auf den XDJ-1000. Wenn ich dann meine Playlist halt vorbereitet habe, auch iTunes ist integriert, wie ihr seht, kann ich das über den Sync Manager auf ein entsprechend angeschlossenes Gerät, jetzt habe ich keinen Stick dran, aber wenn ich einen dran hätte, halt übertragen und könnte dann dem Ganzen noch eine Farbe geben, also dass der Stick, wie wir ganz am Anfang gesehen haben, halt in der entsprechenden Farbe leuchtet. Und auch die Software bietet sehr, sehr viele Einstellmöglichkeiten, hat also hier zwei Player, die man noch mischen kann, hat hier diverseste andere Ansichten, die man nutzen kann. Und sie ist nicht nur eine Software zur Vorbereitung und zum Management von Musik, sondern Rekordbox dient auch als Abspielquelle, wenn man streamt. Bedeutet, wenn also, wie erwähnt, ein Rechner angeschlossen ist an ein Netzwerk, kann ich über den XDJ auf den zugreifen und kann Musik von da abspielen. Kommt also dann direkt aus Rekordbox. Dasselbe gilt für iOS-Devices oder für Android-Smartphone. Man kann also, wenn da die App drauf läuft, direkt aus dieser die Musik spielen. iPhone und iPod können auch direkt über USB angeschlossen werden an den XDJ-1000. Komischerweise funktioniert das mit dem Rechner nicht. Der muss also über Netzwerk gehen. Auch ein iPad wird da nicht unterstützt. Noch nicht, muss man sagen, ist ja alles eine Frage der Software oder Firmware. Und das führt uns zur nächsten Sache, nämlich zu der Funktion als MIDI-Controller. Weil last but not least ist der XDJ-1000 auch ein solcher. Ich kann also im konkreten Fall jetzt bei mir Serato damit steuern. Das funktioniert über HID, das ist also so ein USB-Subprotokoll, ein bisschen besser als MIDI, Plug and Play und los geht's. Und das machen wir jetzt mal. Ja, ich muss euch ein wenig den Wind aus den Segeln nehmen. Es funktioniert halt nur mit Serato, wenn man die entsprechende SL-Box hat. Also man muss seine SL-Box oder seinen zertifizierten Mixer zwischenschalten. Dann kann man Serato DJ 1.73 nutzen. Ab da geht das. Man startet also das Programm. Es ist neben dem Interface, also der SL3-Box in meinem Fall, ist der XDJ angeschlossen und dann bin ich hier im Programm. Jetzt kann ich hier halt, sagen wir mal so, mir den Song laden und dann gehe ich hier im oder am XDJ auf Link und da erkennt er hier USB MIDI und da Push to Connect, das mache ich dann und dann ist das Ganze connected und ich kann dann hier durch meine Playlist scrollen. Das funktioniert. Ich kann auch Titel laden. Zum Beispiel jetzt hier und kann den abspielen. So, empfiehlt sich natürlich immer einen Blick auf das Display des Rechners zu haben. Ich habe jetzt hier eigentlich auf das Display geguckt und habe damit gerechnet, dass man natürlich hier eine Waveform sieht. Das funktioniert nicht. Man kann also nur durchscrollen. Man sieht also seine Playlist, seine vorbereitete und dann kann man entsprechend jetzt, sagen wir mal, hier den Song laden und abspielen. Das funktioniert in der HID-Unterstützung.
Weitere Funktionen zu der Netzwerksfähigkeit kann ich euch leider nicht vorführen, da es mir an einem Router fehlt. Habe ich keinen im Moment, muss ich also sein lassen, leider, weil es ist, ich glaube, wirklich ein ziemlich zukunftsträchtiges Feature. Auch wenn das vielleicht nicht jeder mag, ist es einfach mal so, da wird es wohl ein bisschen hingehen, dass Musik gestreamt wird. Und auch sonst habe ich einiges vergessen, das bitte ich zu entschuldigen. Also ich gehe nochmal zurück auf USB und lade entsprechend einen Song, um euch halt zu zeigen, dass es zum Beispiel auch noch eine virtuelle Tastatur gibt, über die ich jetzt suchen könnte. Ich suche jetzt mal nach Def Klein. Da habe ich natürlich falsch geschrieben. Jetzt habe ich richtig geschrieben. Und schon finde ich den, kann dann hier durch die Songs scrollen, weil das scheint hier auch dann ausgeschaltet zu sein, die Touch-Fähigkeit. Und dann kann ich die Songs laden oder den Song. Das war's auf die Schnelle. Ich habe natürlich wieder einiges vergessen, wie zum Beispiel den Preis. Der liegt nämlich exakt bei 999 Euro im Moment. Ist also ziemlich teuer. Es gibt ein Nachfolgegerät von Pioneer, das ist der XDJ-RX. Das ist aber nicht wirklich eine Nachfolge, sondern eher eine Kombi aus dem Mixer und zwei Sohnteilen. Das finde ich weit spannender eigentlich als den XDJ-1000. Den finde ich so ein bisschen eher so ein Stein, der am Weg lag, den Pioneer noch mitgenommen hat. Soll gar nicht dagegen sprechen. Wo liegt die Zielgruppe? Meiner Ansicht nach ist es am ehesten interessant für Clubs, die sich denen hinstellen und die dann wirklich auf den zentralen Musikbestand zurückgreifen. Für andere, ja, muss mal jeder sehen, schreibt mir drunter unter das Video, ob ihr das gut findet oder nicht. Also nicht das Video, sondern das Gerät. Das Video ist natürlich gut und wenn es nicht gut ist, könnt ihr das auch für euch behalten. In diesem Sinne bis dahin, adieu, tschüss und bald mal wieder. PS, zum Schluss noch eine ganz kurze Frage. Was passiert eigentlich, wenn man einen USB-Stick rauszieht während der Fahrt? Dann, hier ist der Stick, spielt nämlich der XDJ einen Notfall-Loop, den Emergency-Loop. Und der könnte jetzt bis morgen früh durchlaufen.